Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, es mag für euch seamless wirken, obwohl nicht so ganz. Ich erkläre da gleich was zu. Aber ich bin CoolPN100, der mit der Zahl enden kann. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist 12 Uhr nachts. Ich komme gerade von einem Flughafen, denn ich war so ein bisschen Urlaub machen und das war schön und das war erholsam. Und doch bin ich mir darüber im Klaren, dass hier etwas erledigt werden muss und deswegen erledigen wir das jetzt. Wir spielen Tomb Raider auf dem PC immer noch. Ihr erinnert euch. Ich werde das Ganze hier jetzt direkt in der Aufnahme starten und werde euch dann den Part an diesem besagten 12.3., den wir noch gar nicht besagt haben, deswegen war besagten jetzt völlig falsch, hochladen. Der wird aber außerhalb des Uploadplans erscheinen. Also wenn ihr das Video seht, ist höchstwahrscheinlich sogar noch nicht mal 18 Uhr, so wie sonst immer bei Tomb Raider. Aber wir wollen nicht weiter reden. Wir starten durch Tomb Raider. Hallo. Hey Lara. Lange nicht gesehen, ha? Ich musste zugeben, deswegen, weil ich jetzt halt eine Weile so weg war, wisst schon. Ich muss mich, glaube ich, wieder so ein bisschen in die Steuerung reinfuchsen. Alter. Ey, mach keine Dummheiten. Stay alert. Let's move inside. Ja genau, geht mal rein. Komm, du kriegst einen, du kriegst einen. Bist du? Kann ich dich so hier drinnen? Kann ich da irgendwie zu dir rüberspringen? Jetzt! So. Gut. Jetzt musste ich mich direkt kurz konzentrieren. Warum geht das Spiel auch gleich schon los? Ich komme ja gerade erst nach Hause. Das war mein Telefon, da seht ihr es schon. Und wir haben ein Buch gefunden. Das Buch hören wir uns doch jetzt erstmal an. I have spoken to some of the villagers on the island. I was expressly forbidden to leave the palace, but this did not stop me. My duties here are clear. I must learn the truth, but the stories I uncovered defy belief. Rumors abound of the Queen's communion with the spiritual world. They say she commands the sun and the rain, that her lands are abundant by her will alone. This is certainly nonsense. But what can be the cause of such whispers? Is this how she controls her people? By engaging their primitive superstitions? I saw absolute reverence in their eyes when they spoke of her. Yet, I also sense fear. Her people are treated with fairness, taxed reasonably, and are well protected by her storm god. No wonder some of them even pray to her. It's as if she were more than just a queen to them. Spreading discontent through her people may well be a harder task than I imagined. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also mit dieser Sun Queen hat sie auf jeden Fall irgendwas auf sich. Das ist schon mal Fact. Was machen wir denn hier jetzt vor Schreck? Komm mal da rüber! Hallo, ich bin die Lara, ich springe gerne. Ach, es ist schön, wieder in Tomb Raider zu sein. Ich muss ja sagen, es war blöd, dass mein Urlaub so in der Art schon vorbei war. Aber ich habe mich auch so ein bisschen gefreut, hier wieder in diese virtuelle Welt hinabzutauchen, die man da so, in die man so abtauchen kann. Wisst ihr das? Und ihr seht, wie ich hier like a boss nebenbei alles finde. Aber auf hier das Ding. Zack. Okay. Es ist aber auch ein Scheißwetter, ne? Das muss ich mal sagen. So, Lara, was machen wir denn jetzt hier? Ich würde mal vorschlagen, du gehst hier rüber. Und hier. Und hier. So, da sind wir doch schon oben. Hallöchen. Oh, zum Glück ist hier ein Dings zum Fackeln machen. Da können wir gleich abbrennen. Ja, Kinder, wir müssen ja alles looten. Ich habe ja, obwohl ich nicht so richtig aktiv sein konnte, habe ich so ein bisschen die Let's Plays von anderen Tomb Raider-Spielern im Auge behalten und merke, die sind ganz schön flott. Also die rennen regelrecht. Das bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das nicht mache, weil ich will das hier alles genießen. Es wird kein 100% Run, aber ich will hier schon so einige Sachen finden und so weiter. Da habe ich jetzt Spock drauf. So, wo müssen wir denn noch über darüber? Nee. Ich jetzt. Oh. Oh. Was macht ihr hier? Kann ich auch erinnern? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier? Was ist denn hier? Oh, Kinder, ich bin überfordert. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier zurück. So, zack. Und ich gehe mal schon davon aus, dass ich hier looten muss.
So, schön, dass du nicht gebrochen hast, junges Mädchen. Was ist denn hier los? Mit der ernsthaft? Oh, Lucky Lucky machen hilft, ne? Und hopp. Ah. So. Einmal nicht so ein Aufriss, Mädchen. Da unten! Wieso habe ich das wohl nicht aufgemacht hier? Gibt's ja nicht. Zum Glück kann die Frau springen. Alter, hier ist ein Gewitter. Das ist ja, als würde es wirklich regnen hier drin. Na komm, hoch. Jetzt da rüber. Ja, wer gucken kann, ist klar ein Vorteil. Ich kann nicht so gut gucken. Die Leute, die meinen Far Cry 3 Let's Play gesehen haben, die wissen Bescheid. Oh. Oh, oh, ich traue mich da nicht rüber zu gehen. Und ich sehe, es gab auch einen Patch in der Zwischenzeit und das hat eindeutig was in den Haaren verändert. Ich irgendwie mit dem gewackelt, das sieht jetzt anders aus. Das ist besser auf jeden Fall. Wow. Holy moly! So darf das nicht sein. Lara, are you there? Jo, bin hier. Oh. Reyes, did you find Sam? We're still on her trail. I'm going to try and send an SOS from an old radio tower up here. Any tips? Hey, Lara. You're gonna need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay. I'll let you know when I find it. Okay, mach ich. Lea! Hey, hey, wake up, wake up! We got an intruder! Come on, grab her! Please! You don't need to do this! Hook. Hey, you don't need to do this! Hässlicher! She's killing us all! Na? 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 Komm, zeig dich. Luke vor. Luke vor. So wird das nicht, mein Freund. Da musst du früh aufstehen. So! Das haben wir doch mal geklärt, like a boss. Like a boss. So, jetzt machen wir hier die Fackel an. Dann können wir das hier nämlich abbrennen. So, hallo. Brenn, 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 brenn. Gib's mir! Ja, jetzt weiß ich auch, wo die Kiste da vorhin herkam. Ich habe das Ding angezündet und bin einfach weitergelaufen, nicht Trottel. Nun ja, was soll man tun? Kooperieren oder ist halt doof. Da sind wir alle dran gewöhnt. So, was machst du hier? Oh, oh, das ist eng. Sag mal, bist du hier schnell so durchgekommen oder was? Gerade? Verstärkungsmäßig? I have a bad feeling about this. Ja, bis jetzt ist ja noch nicht. Obwohl, was ist denn das hier? Ey, bauen die sich hier ganzes Zeug aus den Schiffen, die da stranden waren? Oh! Was haben wir denn da für eine Landesflagge? Was ist denn da los? Was haben wir denn da? Hm? Wer ist schuld an der ganzen Misere? Unglaublich. Oh, oh, ein Lagerfeuer. Schön. Erholung. Telling you, Reyes, it's a mechanical, not an electrical problem. Now, Alex. Großartig, du Idiot. This looks like it might be an electrical problem. You think? Oh, hello. Hey, is this little fox, huh? Oh, she's cute, huh? Hey, cute, it's Alicia. Alicia. It's my daughter. Oh. 14 years old. And smarter than you'll ever be. She must get that from her father. Don't give him the attention. And, yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. From her father. Nice one. So I was on the walk, right? Doing a spot of midnight fishing. Hey, Grim. Time to button down the hatches. I'll be right with you. So I was on the walk, right? And this thing comes looming at me, looming out of the water it was. So I give her a old Glasgow kiss, you know. Gets you out of trouble 9 times out of 10, that does. Took me a week to sleep that night off, and I've not touched a drop since. See you at dinner, fam. Oh. Relationship? All right, can we take B-roll, please? Thank you. Dr. James Whitman, filler 15, take 3, and action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like this. Yeah, you got... Good Lord, cut! Cut! Cut!
Trottel! Gott. Is he coming back? I'll go get him. World-renowned archaeologist. I discovered... The world-renowned archaeologist, Mr. Dr. James Whitman. It's just a fish. It's fine. It's just a fish. We're gonna be fine. This damned reality TV business. I'm meant to be bringing culture to the people, Sam, not dinner. No offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top, okay? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Dr. James Whitman, gespannt. Filler 15, take 4, action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that in one of your father's digs. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was 5 years old, it was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. That's what my father used to say. Now, there was a man that ran on instinct. For better or worse. He would have been so proud of you, Lara. We're getting closer to the storm. Well, whatever's coming, we'll get through it, eh? Gut, Exposition in die Vergangenheit, das war doch gar nicht schlecht. Da sind wir wieder. Okay, Lara, pull yourself together. Genau. They're counting on you. Pull together. Mach auf die Kiste, da ist bestimmt was drinnen. This coin probably found its way into Japanese circulation sometime in the mid-19th century. Findest du was? Sag, dass du was findest, junge Frau. Sie findet nichts. Ich höre mal wieder, dass die... Oh mein Gott, was ist das? Das deutet auf Kamele hin und Pferde. Aber kommt nichts. Gut, dann lassen wir das so. Okay, hier ist nichts. Nichts. Wir setzen uns hier mal hin. Vielleicht haben wir einen Skill. Ja, wir haben einen Skill. Na, guck einer an. Zack. Kategorien ansehen. Überleben-Upgrade. Oh, wir haben neue Upgrade-Dingsbums. Kämpfer-Upgrades. Schmerztoleranz. Halten Sie im Kampf mehr aus, um zu überleben. Werfen Sie Ihrem Feinden Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für Ihre Angriffe zu machen. Das ist immer lustig. Betäuben Sie Ihre Feinde mit 2 schnellen Hieben mit Ihrer Kletteraxt. Das ist auch cool, aber das ist noch gesperrt. Das mit dem Dreck ist ja cool, aber halten Sie im Kampf mehr aus. Haben wir denn noch? Unkonzentriert, haben mehr Zeit, bla bla, habe ich schon gelernt. Und die sind jetzt im Beuteltascheneffekt, die können Sie mehr Munition transportieren. Auch nicht schlecht. Das gefällt mir nicht gut. Ich glaube, das nehme ich. Meistern! Können wir mehr Munition in die Poppistasche stecken, Kinder? Und vielleicht haben wir jetzt hier auch, können wir da was aufrüsten? Bogen-Upgrades, Waffen-Upgrades, Ausrüstungs-Upgrades. Oh, wir haben schon alle gemeistert, na, das ist ja auch schön. Verstärkte Wurf, aber stärken die Wurf haben wirklich mehr Zug, verursachen dadurch mehr Schaden. Wirklich sehen wir eine höhere Schussfrequenz. Ach komm, das lernen wir doch jetzt, oder? Für schlappe 250. Bums! Also nicht das mit dem Geschlecht halt. Bums halt! So! Monströs starker, verstärkter Bogen! Okay, Kinder, ich würde jetzt aber mal sagen, wir belassen es hierbei und machen im nächsten Part weiter mit Tomb Raider. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Kohlper 100, der mit der Zahl hinten ran und wir machen hier richtig krass weiter. Insel erforschen, so, Yamatai, Sonnengöttin. Und wir helfen natürlich Lara Croft zu überleben. Damit sie erfolgreich das werden kann, was sie denn mal werden soll. Das ist das Spannende dran. Wir wissen, was am Schluss bei rauskommen muss. Ne? Das ist ja auch eigentlich, da macht es ein bisschen einfach. Wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ich sag tschüss und bis dann.